Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Der Harvest Leash ist eigentlich so gut wie gestartet. Ich habe jetzt eben Livestream gestern noch gemacht, Level 20, also ja, ist noch ein bisschen klein. Und er macht jetzt schon viel, viel mehr Spaß. Hat aber noch ein bisschen Probleme mit der Defensive, also zum Beispiel der Akt 2 Boss hat mich gewone-hitted. Es liegt einfach daran, dass ich sehr viele Unix brauche und Unix ja immer wieder ein bisschen schlechte Defensive haben oder so. Es ist einfach immer wieder das. Das mag ich einfach an den Games nicht, dass wenn man Unix hat, dann plötzlich einfach gar keine Defensive mehr hat, weil immer nur irgendwie ein Thema ist, zum Beispiel hier Intelligenz und Necrotic Damage und so. Ist einfach so. Ich liebe, die Unix von Diablo 2 und Sacred und so, wo auch Resistenzen drauf haben natürlich. Weil sie tun ja auch schon eingrenzen, also dass man zum Beispiel diese Handschuhe hier, wie ich sie trage, brauche und dann mehr Schaden bekomme, weil ich ein bisschen mehr Melee-Damage haben will. Das hat immer so ein Thema, zum Beispiel hier, wenn man Shield-Throw und Hammer-Throw hat, dann hat man immer diese Handschuhe und so. Sollten mal weniger, ja, diese Unix irgendwie auf einen Bild anpassen, schon ein bisschen. Aber nicht, dass man es dringend dann immer braucht, weil dann hat man dann immer wieder wenig Resistenzen und oh, das ist ein bisschen doof gemacht. Aber ja, gut. Jetzt haben wir ein bisschen leiser, so. Ist aber so laut die Musik. Also, was haben wir? Wir haben einen Golem, den werden wir wahrscheinlich behalten. Die Skelette werden wir nicht mehr behalten, sobald wir die Leash-Form haben. Und, ja, wir sind hier beim Ding. Also die Livestreams könnt ihr auf twitch.tv/dragobattle immer wieder nachschauen. Ich nehme sie dort, will sie dort auch uploaden. Also es werden automatisch generiert dort. Aber ich tue die jetzt nicht mehr auf YouTube, weil das ist, geht immer sehr lange und ich habe die Zeit nicht. Wenn ich jetzt am PC bin, dann entwickle ich ein Spiel bei Roblox. Oder bis jetzt habe ich da immer relativ viel ja, anders gemacht, wo ich einfach Internetverbindung brauchte und das zu uploaden. Geht meistens so ungefähr 4-5 Stunden, also es ist einfach zu lange, um einen Twitch-Livestream von mehreren Stunden bei YouTube hochzuladen. Ja, und deshalb mache ich das leider nicht mehr, also eben, wie gesagt, auf youtube.com/user/dragobase verwende ich, mache ich einfach die Videos und bei twitch.tv/dragobase tue ich die Livestreams machen. Also wenn ihr Lust habt, mir zu schauen, wie ich livestreame, dann dürft ihr gerne dort auch vorbeikommen. Ja. Also was ist jetzt genau in diesem B? Das habe ich jetzt auch ein bisschen verändert. Die Farbe hat sich irgendwie ein bisschen verändert, oder? Nein, ich meine, glaube ich immer schon. Ist ein bisschen bräunlich. Hier ist irgendwie ein Bug zum Laufen. Man läuft hier irgendwie ein bisschen falsch. Ist jetzt gerade ein Bug oder so, dass ich nicht mehr laufe? Ist ja doof. Ja. Ist jetzt gerade ein bisschen buggy, müssen kurz nochmals liefen und wieder reingehen. Schade. Ja, kann ich am besten kurz noch den Play an den Timer einstellen. Nicht wieder den, ja, den muss jetzt gut starten, wenn es mal ein bisschen länger, schneller laden kann. Ich finde auf dem Handy hat es einfach immer so mega Ladezeiten in diesem Programm. Können die Programme nicht mal ein bisschen schneller machen? Immer diese blöden Apps. Also Twitch ist sehr langsam, YouTube-App ist sehr langsam, Timer und so Sachen einstellen sind immer langsam. Ein bisschen blöde. Naja. Hauptsache ich habe jetzt dann einen Bildschirm, am 6.7. kommt der, weil es gibt extreme Verzögerungen und so. Ein bisschen doof. Corona ist immer doof. Alles an Corona ist doof. Ja, gut. Gibt auch positive Sachen, wie zum Beispiel weniger Stress und so, aber ist natürlich meistens dann, ja, Flips. Also ja, ich will einfach mehr Sport machen können. Jetzt endlich mal wieder die Clubs richtig gut offen sind, auch mal wieder Fans in den Fußballclubs sind und so. Ja, und das ist ein bisschen, kommt dann noch ein bisschen eingegrenzt, oder? Man darf noch nicht so unter Fans spielen und trainieren. Finde ich doof. Na gut.
Ja, und jetzt bin ich eigentlich so fit, dass ich eigentlich jetzt wirklich im Fußballclub spielen kann. Das heißt also, eventuell bin ich dann auch wieder ein bisschen zu müde. Und jetzt wirklich viele, also am Morgen bin ich nicht zu müde, also kann ich wieder Videos eigentlich sehr gut machen. Aber Livestream dann am Abend ständig kann ich wahrscheinlich dann nicht mehr, weil ich danach ja ein Game entwickle immer wieder. Und nicht immer Livestream will, nicht immer reden will und so weiter. Aber wenn ihr gerne zuschauen wollt, wie ich ein Game mache, dann könnt ihr auf Twitch vorbeischauen, ein Livestream. Wenn ihr eher das Spiel sehen möchtet, wie ich das jetzt schon mal entwickelt habe, dann schaut ihr hier auf YouTube die Videos. Genau. Und das wird ja sehr ähnlich sein wie Last Epoch. Den machen wir noch nicht, den Drachen. Da kommen wir ja sowieso als Quest. Sonst bekommen wir die Quest gar nicht über, glaube ich. Ja, machen wir den noch nicht. Und jetzt werden wir dann bald Leash. Also es geht halt noch einige Zeit. Das wird wahrscheinlich erst im nächsten Video oder soweit sein. Und ja. Auf Twitch ist halt einfach Last Epoch nicht so beliebt. Also es gibt kaum kaum Twitch-Livestreamer, die dort dieses Spiel spielen. Das finde ich echt doof. Weil andere Spiele werden viel mehr gezeigt, aber nicht so interessant sind. Wie zum Beispiel Minecraft Dungeons. Ist halt einfach so mega overhyped. Ich verstehe sowieso nicht, wieso Menschen immer den Hypes nachgehen. Müssen die sich so dumm stellen? Es gibt viel bessere Spiele als die overhypten Games. Aber nein, sie müssen natürlich anderen Fans immer nachäffen. Das macht sie zu dummen Leuten. Also ich tue jetzt die nicht wirklich dumm sagen, aber es ist so einfach, dass es ein bisschen dumm ausschaut. Also, ja. Ich werde jetzt nicht sagen, wenn ihr jetzt einem anderen Livestreamer folgt, der ein gutes Spiel spielt, dass ihr das schaut. Das macht ihr eigentlich noch nicht zu dumm, aber dann einfach immer, ja, denen zu helfen und so weiter, nur weil sie irgendwie overhyped das Spiel spielen oder so. Dieser Zug nach overhypen ist einfach das Dumme, oder? Und dann natürlich viel mehr Werbung kommt, bekommt das. Und Last Epoch, was so gut ist, so ein gutes Spiel wird, wird einfach nicht overhyped. Ich finde das so unfair. Muss wirklich ein Spiel tausendmal Werbung machen, bevor es wieder beliebt wird. Und bevor es erstmal beliebt wird, oder? Ich finde das so dumm. Dass viele Leute, weil Last Epoch nicht so viel Werbung macht, einfach nicht mehr dranbleiben. Und ja. Last Epoch wahrscheinlich sogar stirbt dadurch. Weil jetzt kamen so gute Patches raus und trotzdem ist eigentlich nichts passiert. Ja. Jetzt gehen wir bei Deck Speed, damit wir ein bisschen mehr Bone overproken beim Ding und dann machen wir ihn ein bisschen zäher noch. Aber er ist schon gut aus der Golem, auch wenn er nicht irgendwelche Minion-Life-Verhältnis nutzen kann. Ja, in dem, also ich werde schauen, dass ich mein Spiel auch ein bisschen, ja, bewirtschaften kann, also. Das größte Problem ist ja eigentlich, ich möchte ja keine Werbung machen. Wird das Spiel beliebt? Ja, durch Roblox schon, was viele Leute das Spiel dann sehen. Weil Roblox ja sehr beliebt ist. Aber ob es jetzt wirklich immer Erfolg gibt, ja, ich mache einfach das Spiel sehr gut und irgendwann kommt der Erfolg auch trotzdem, oder? Aber heutzutage können Entwickler einfach nicht mehr Erfolg farmen. Es muss immer nur Werbung gemacht werden. Also es, durch gute Spiele bekommt man eigentlich keinen Erfolg mehr. Weil die Leute, die Zocker wissen gar nicht, welches Spiel gut ist und welches nicht. Die Leute wissen gar nicht mehr, ob jetzt ein Spiel, das jetzt ein paar Jahre Ding ist, besser wurde. Es wird einfach gar nichts mehr erzählt. Es wird nur noch Scheißwerbung gemacht. Das ist das Größte. Das ist der größte Kritikpunkt. Was ein Spiel eigentlich haben kann oder Fans haben können. Werbung macht alles negativ. Alles. Weil größere Entwickler haben mehr Macht, Werbung zu machen. Und dadurch werden sie einfach beliebter. Aber machen scheiß Games. Also so, ich sage jetzt nicht ein Game, aber es gibt viele gute, also beliebte Games, die
schrottenschlecht sind. Also wirklich grottig schlecht. Wirklich wie Schrott. Und dann gibt es gute Spiele, die einfach keinen Erfolg haben. Die gehen irgendwann mal und weiterentwickeln dann nicht mehr weiterentwickeln. Mehr. Darum spiele ich ja auch nicht so halb das Spiel, deshalb habe ich auch keinen Erfolg. Aber ich spiele Games, die mir Spaß machen und euch Spaß machen. Und jetzt habe ich gemerkt durch Roblox, ich spiele Spiele, die mir gar keinen Spaß machen. Dass ich einfach auch gar nicht ja, so livestreamen möchte, weil ich keinen Spaß habe. Ab die Zuschauer, die verlangen es. Ab Spiele, die Spaß machen, wie zum Beispiel Last Epoch, tun meistens Zuschauer gar nicht verlangen. Oder? Ich finde es sehr doof. Das ist wirklich sehr, sehr doof. Bei mir ist es halt besser merkbar. Ich habe jetzt noch nicht so viel Zuschauer. Schon mehr als wirklich viele andere. Aber, ich werde damit einfach nicht erfolgreich. Und ohne Wachstum möchte ich ja eigentlich auch nicht so viele Videos machen und so weiter. Jetzt habe ich es gemerkt bei YouTube, ich habe jetzt wieder nicht so viel Ding gehabt, Zuschauer gehabt, das bin ich wieder ein bisschen weniger machen. Weil du willst ja auch nicht arbeiten, wenn es nichts bringt. Das ist das größte Problem. Also, ja, YouTube ist ja eher so, dass es halt einfach nicht so die Spiele rüberbringen kann oder die Videos. Und wenn dann mal wieder ein bisschen mehr da ist, dann wird wieder geflamed, dann wird wieder gedisliked. Also sehr motivierend, YouTube-Videos zu machen, ist es ja eigentlich nicht. Und trotzdem bin ich natürlich immer sehr begeistert, wieder Videos zu machen. Ist ja auch schon fast eine Sucht, aber vor allem, es macht Spaß. Und dann sehe ich wieder, ich habe wieder Erfolg und das ist schnell wieder abgeflacht. Oh, ein zweites Video wollen die Leute nicht mehr schauen. Und haben zu viel vor, oder? Können das Video gar nicht, das zweite Video dann gar nicht mehr schauen, weil sie natürlich wieder andere Videos schauen oder so. Und das tut, ja, vielen YouTubern nicht. Deshalb ist in YouTube auch so wenig los. Wenn ihr Let's Plays sehen wollt, dann schaut Let's Plays, damit ihr noch mehr Let's Plays schauen könnt. Aber wenn das so runtergeht und niemand mehr schauen will, dann haben wir echt viele Existenzprobleme. Also auch ganz große Let's Player haben extreme Existenzprobleme momentan. Und andere haben wieder mehr Erfolg dadurch. Also eben das Balancing, ja, das ist alles eigentlich ein ziemlichen Schrott geworden. Wird am liebsten so wieder für 2011 oder so sein. Wo wirklich jeder Let's Player auch Aufrufe hatte und Spaß hatte weiterzumachen. Also jetzt habe ich jetzt gar noch nicht so viel über diesen Beetle gesagt, eben erst auf Gift gerichtet. Macht natürlich auch sehr viel Necrotic Damage, da man mit Intelligenz auch stärker wird, Necrotic Ding. Aber dadurch hat man nicht mehr andere Damage, deshalb hat man auch resistentere Gegner. Und deshalb habe ich zwei Schadenstippen genommen. Gift noch dazu. Und noch physisch. Boah, Mann, Mann. Sie betreibt noch nicht mit der Cast-Geschwindigkeit, liebe Gegner. Ja, fast gestorben wieder. Zum zweiten Mal. Ich bin fast gestorben mit dem Charakter. Wie viel hat er eigentlich? 115. Das ist, glaube ich, schon gar nicht Maximum. Hey, geht mal weg, ihr. Hey, die Void Clerics sind einfach zu OP. Vor allem als Nahkämpfer. Man kann einfach nicht von den Gegnern weg und wird getroffen. Ja, und die Cast Speed von diesem einen Fluch, der Mark of Death, ist sehr, sehr gering. Unglaublich gering als Nahkämpfer, der auf Attack Speed gehen muss, sondern auf Cast Speed. Ja, nur bei ganz dicken Gegnern einsetzen. Der bekommt Schaden. Also der Schaden ist immens. Immens. Es gibt sicher noch stärkere Builds, natürlich, die jetzt auch schon stärker sind, aber schon unglaublich. Genau, ich wollte auf AOE. Da, noch eins. Hier rein. So. Ja.
können wir immer noch nichts Ding. Also immer nur auf 20 die Primärklasse und dann die letzten immer sparen. Weil ihr braucht unbedingt das Maximum an Skillpunkte für das Level für die Zweitklasse. Wenn ihr jetzt 30 Punkte reintut und dann erst Ding, dann habt ihr einfach 10 Punkte weniger für die Zweitklasse. Also zum Beispiel ich, und das ist natürlich schon sehr wichtig, dass ihr da Maximum-Punkte in die Zweitklasse setzt. Die weiterführende Klasse, die ihr wählt jetzt dann nach diesem Boss von diesem Tempel. Ja, und jetzt als Spielentwickler denke ich mir immer wieder, ja, wieso haben jetzt die Entwickler von diesem Spiel, also Eleven Horse Games, das ist jetzt nicht geändert, dass man das jetzt wieder dann bekommt, wenn man Level hat, bestimmtes Level hat. Wieso muss das jetzt eigentlich immer nach diesem, also in diesem End of Time dann erst passieren? Das ist auch jetzt ein, ja, ich denke einfach mal, ein Entwickler Anpassung in Zeitgründen oder so, dass die Entwickler das einfach nicht richtig angepasst haben. Ich finde es schade, aber eben, Last Epoch ist so ein gutes Spiel, es hat einfach Kritiken. Also, es hat einfach schlechte Sachen drin. Weil die Entwickler können gar nicht so viel entwickeln. Du musst ja immer bedenken, ein Entwickler braucht Zeit und wenn er die Zeit nicht hat, dann macht er eben Fehler, Bugs und alles mögliche. Also, die Entwickler müssen einfach lernen, das zu entwickeln, was sie auch können und nicht mehr entwickeln. So, ich merke meine Effizienz von der Area zuerst mal. Wow. Diese kommen immer Golems. So aggressiv, die sollten nicht so aggressiv sein. Also alle Gegner sollten ein bisschen weniger aggressiv sein. Die kommen dann immer, wenn man irgendwie im Inventar offen hat oder sonst irgendwas. Das haben wir eigentlich gefunden. Ganz viel Krempel, aber sonst nichts Gescheites. Boah, wie man die trasht, ey. Die Gegner haben einfach keine Defensive mehr. Die tut man einfach nur noch, ja, mit ein paar Schlägen umnetzen. Also Gift ist einfach zu OP. Das sieht man immer wieder, wenn man selber Gift, also wenn man einfach Gegner hat, die Gift verstreuen. Das ist einfach noch unglaublich zu OP. Jetzt wurde ja auch erst kürzlich irgendwas beim Sentinel, also beim Klassen vom Sentinel, genervt. Ich weiß es jetzt nicht genau was. Aber vor allem, ja, ich glaube Smite, irgendwie Feuer, irgendwie so etwas, wurde genervt. Was? Übermäßig OP war, die Entwickler einfach nicht wussten, dass es so OP wird. Finde ich echt schade, dass etwas so streng genervt werden muss. Ich hätte lieber auch noch die Beats machen sollen. Und wahrscheinlich wird bald AO Fren, oder wie die Waffe heißt, das Katana, das Rote, genervt, weil das auch mega stark momentan ist. Genau deshalb benutze ich es auch nicht, auch wenn ich das AO Fren schon viermal habe. Ja, und dieser Stab hier, den werden sie nicht nerven, wahrscheinlich. Ach, der ist so immens stark. Es ist unglaublich, wie viel Giftschaden ich mache. Auch der Dot ist fast so stark wie, also pro Sekunde ist Dot genauso stark wie einmal schlagen. Aber jetzt nicht mehr, also ja, jetzt war er noch ein Crit. Aber das war eigentlich einfach das immens stark, ist wie ein ganz normaler Schlag. Das ist unglaublich. Ja, und jetzt kann ich eigentlich mal ein bisschen Item farmen, weil ich halt endlich mal ein bisschen schneller kille. Ja, dieses Spell sollte eigentlich nicht mehr funktionieren, wenn der Gegner tot ist. Ah ja, den Ding muss ich auch noch. Wir kommen vielleicht noch zum Boss, aber leider können wir die Klasse jetzt in diesem Part wahrscheinlich noch nicht mehr wenden. Ich kann ein längeres Video machen, aber es wird ja nie so richtig lange geschaut. Also, ja, ich muss jetzt wieder mal Projekte machen, wo ein bisschen mehr Zuschauer bringt, ein bisschen motivierend ist. Also, ich würde gerne helfen, was ihr genau sehen wollt von diesem Spiel. Oder so. Oder in ein anderes Spiel. Dann könnt ihr mir gerne ein paar Empfehlungen geben.
Aber momentan bin ich halt wieder extrem am Sport machen. Da habe ich jetzt nicht immer so Lust, jetzt alle Spiele auszuprobieren und alles Mögliche. Einfach die Zeit, vor allem die Planung, ist einfach so in den Hintergrund gekommen. Dass ich natürlich nicht so viele Zuschauer habe. Aber das merken die Leute ja auch, dass ich weniger Zeit habe. Sollten einfach sich mal ein bisschen anstrengen, vielleicht auch ein bisschen zeigen, was, ja, was wichtig wäre, also ein bisschen kommentieren. Sagen Drago, mach weniger Sport. Nein, ich werde wahrscheinlich mit Sport Erfolg haben. Deshalb ist mir momentan wichtiger, Sport zu machen. Und dann meistens, ja, so viele neue Muskeln zu bekommen, dass man jetzt eher abgelenkt ist, ist natürlich auch ein Hindernis, oder? Also wenn ich manchmal so am Abend Livestream, habe ich irgendwie das Gefühl, der Körper möchte sich eher ausruhen als Livestream. Das ist ja klar. Und das muss man natürlich ein bisschen anpassen. Dass ich eher, ich denke mal, ein Spielentwickler, als jetzt das Game from Action, nur um mich so ablenkt, dass ich auch so ein bisschen wieder mich ausruhen kann. The Last Epoch ist ein Game, das strengt mich sehr an, körperlich. Das ist nicht im Hirn, das ist ja eher ein Actionspiel, das tut nichts im Gehirn. Das brauche ich ja nicht. Was ich brauche, ist ein Game, was mich eigentlich körperlich ein bisschen lockert. Das tut mich eher anstrengen, das Spiel, oder? Und das mache ich dann am besten am Morgen, und am Morgen kann ich eigentlich kaum Livestream fahren. Ja. Bin ich am Morgen meistens noch nicht so motiviert oder so, dass ich das sagen kann, ja, ich tue morgen nach Livestream. Deshalb am Morgen mache ich Videos und dann bin ich auch motiviert. Ich bin von Videos motiviert als von Livestreams. Weil Videos auch nur 30 Minuten sind und nicht 2-3 Stunden. Und noch länger. Ich habe ja auch ein paar Tage übertrieben mit Livestreams, weil ich einfach nicht aufhören wollte. Und das hat mich dann immer wieder so müde gemacht, dass ich da einfach sagte, nee, jetzt muss ich mal Pause machen. Hab zwar wieder 2 Follower verloren, hab keine dazu bekommen, aber das ist klar, die Leute wollen, dass ich süchtig bin nach Livestreaming. Also ist einfach so, diese Megasucht bei jedem Livestreamer. Dann kommt man irgendwie zu einem, ja, Livestreamer, der jetzt nicht so süchtig ist, dann tun sie, ja, böse. Diese Sucht ist einfach unglaublich von meinen Zuschauern manchmal. Sorry, aber ich meine jetzt nicht euch, aber ich meine einfach der Großteil. Dass sie zum Beispiel so 200 Euro spenden müssen, den ganz großen YouTubern oder so. Das zeigt schon diese Riesensucht und so weiter. Und das ist leider so. Da hat man, wenn man jetzt einen anderen Beruf hat noch, oder ein Sportler ist, extremste Mühe. Ja. Ich will jetzt eigentlich nach oben, aber das ziehe ich jetzt gerade wieder rüber. Ja, der Schaden ist eigentlich jetzt runtergegangen. Also, die Gegner machen nicht mehr so viel Schaden. Aber was sie haben, ist Stun. Also sie werden gestunt durch diese starken Angriffe. Und das macht natürlich die Defensive auch wieder ein bisschen höher. Jetzt haben wir noch 10 Minuten ungefähr, das ist ein bisschen weniger. 3 Minuten habe ich ungefähr so. Nicht im Timer. Das noch reicht. Ich mache schon wieder ein bisschen längeres Video, denke ich. Einfach bis wir fertig sind hier mit dem Ding. Das kann ich jetzt hier nicht angreifen, die Kriege. So, also nicht aufhalten lassen, kann ich mich festmachen kurz. Also Fässer sind besser als diese Krüge. Die Krüge geben immer noch Gold. Die Fässer manchmal gute Reagenzien. Und das aber auch mal ein bisschen kaputt machen. Ja, genau, ein Hassstein für den Boss. Wunderbar, besser geht's nicht. So, wo bist du? Ah, da! Das ist ein komischer Boss. Ja, der AOE steigt aber nicht so mit diesen passiven AOE-Sachen. Ah, der Boss ist so. Oh, shit, mit diesem Bild.
Wie einfach der war. Ah, nein. Gürtel. Minion Damage, Melee Fire Damage von Minions. Das ist also das Ding von diesem Stachelarmreif. Ein zweites Set. Ah ja, das ist Gift, das können wir nicht auswechseln, schade. Ja. So, jetzt haben wir schnell noch Leash werden für diesen Part. Und ja, ich habe ja noch ein Discord-Forum, da wird sehr viel eigentlich diskutiert mit mir, aber auch geschrieben. Dort könnt ihr über Last Epoch immer wieder mit mir schreiben und telefonieren, gell? Also wenn ihr etwas wissen wollt und nicht schreiben wollt bei YouTube oder bei Twitch, keine Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr bei mir auch telefonieren mit mir. Ich bin eigentlich immer wieder zur Verfügung. Einfach mal schreiben, Drago Basa, willst du mit mir reden? Dann könnt ihr natürlich mit mir etwas reden. Wenn ihr Hilfe braucht, kann ich euch helfen. Wenn ihr Tipps, Anregungen haben wollt oder mir geben wollt, dann könnt ihr mir das auch überliefern. Also, ja. Dass ich dann natürlich euch helfe, kein Problem. Und ja, dort wird eben dieses Spiel, das Roblox-Spiel, entwickelt. Es wird sehr viel besser als die meisten Roblox-Spiele schon relativ schnell werden. Weil wir haben einen talentierten Entwickler dabei. Ich bin der Mapper, ich mache die Map. Und später auch die NPCs, also was die NPCs reden, was sie machen. Ihr kennt vielleicht das Spiel Majesty 1 und 2. Das ist eine Art Strategiespiel, wo die Helden etwas machen. Sie greifen Gegnern an und Basis kaputt machen und so. Das möchte ich da auch machen, dass die NPCs auch wirklich lebendig sind. Also es wird wahrscheinlich nicht so ein riesen Hack and Slay, aber es wird vor allem einfach lebendig. Und das möchte ich jetzt machen. Also ich will auch sehr viel Zeit investieren in das. Und ich nehme mir Zeit. Ich tue nicht etwas ausbringen, was unfertig ist. Ich nehme mir wirklich die Zeit. Und ich tue immer zu schnell auswählen, aber ich habe es richtig ausgewählt. Boah, wenn ich jetzt falsch ausgewählt hätte, den Necromancer ausgewählt hätte, dann hätte ich mich jetzt geschlagen. Aber wir haben jetzt die Reaper-Form, die Skelette halten wir sowieso nichts mehr aus. Rausnehmen. Reaper-Form rein. Und dann schauen wir noch kurz die Reaper-Form an, wie die stark ist gegen Gegner. Also das wird wahrscheinlich wieder sehr stark. Ich mache doch noch sogar noch ein bisschen länger das Video, kurz einfach zum Schauen, was lohnt sich dort zu skillen. Und dann mache ich direkt noch mal eine Aufnahme, dass vielleicht heute sogar zwei Parts kommen. Und ja. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen den Fortschritt im Video, oder? Und nicht immer Unterbrechungen durch Livestreams. So, auf jeden Fall machen wir jetzt hier zuerst mal Punkte. Intelligenz ist wichtig. Geschicklichkeit haben wir nirgends, das sollte auch mal eingefügt werden. Ja, direkt alles rein. Necrotic Damage brauchen wir nicht. Bleed brauchen wir auch nicht. Booty Dots sind schlecht. Das müssen wir dann nehmen. Und das. Ja. Dann nehmen wir ja, einfach die Punkte hier rein. Oder Spellish. Ja, Spellish ist ja nicht. Es ist ja kein Spell. Ja, und das brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Damage. Ja, dann machen wir eben. Wir müssen eigentlich den Golem rausnehmen, kurz. Oder auf Level 34 waren. Aber Reaperform mal kurz anschauen. Gibt es irgendwas mit Gift? Poison Chance? Reap cannot crit. Man muss mit dem auch nicht critten. Poison Chance. Aber das ist nur bei Reap. Okay. Nur beim Angriff. Reap Range.
Swiftness Chance. Swiftness ist irgendein Attack, Geschwindigkeitsbuff. Ein Movement Speed and can stack up 10 times. Okay, ist nur Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, was nehmen wir denn? Increase Damage over time. Das ist mal wichtig. Lufttreffe ist wahrscheinlich physisch. Ja. Physical Damage over time, das brauchen wir nicht. Armor per Point of Intelligence, das brauchen wir. Soul Shroud grants Necrotic Protection. Soul Shroud grants Poison Protection. Soul Shroud ist ne. Ja. Armor okay, nicht, das nehmen wir. Double Poison Health Gain. Potions. Ah, Potions, nicht Poison. Potions. Okay. Health Leech würden wir gerne nehmen. Und Ward Rotation, Ward Gain 2 per Sekund. Das nehmen wir. Reap Aria brauchen wir nicht. Reap Cooldown auch nicht. Wir verwenden den Harvest Skill. Nicht Reap, also manchmal Reap, aber mal lieber noch die Abklingzeit runter. Spell Damage brauchen wir nicht. Ja, Spell Damage, ne, brauchen wir nicht. Crit brauchen wir nicht. Necrotic Damage könnten wir noch nehmen. Ja, also wir machen eigentlich eher oben. Also eher hier. Nur. Ja. Movement Speed vielleicht noch ein bisschen. Was ist das? Ward on Transform. Das könnten wir noch nehmen. Das nicht. Okay. Ja. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.